Man möchte behaupten, dass das Weib nichts als ein missratenes männliches Wesen ist, ein Irrtum der Natur. Die Frau ist das Resultat eines überzähligen Knochens. Die Frau ist ein Tier, das weder beständig noch standhaft ist. Das Weib entspricht nicht dem ersten Plan, der auf die Vollendung abzielte, sondern dem zweiten Plan, wie die Verwesung, die Missbildung und der Verfall. Die Frau, das Satansweib, der spitze Stachel des Dämons. Wenn ihr ein Weib seht, dann denkt daran, dass sie weder ein Mensch noch ein wildes Tier ist, sondern der Teufel in Person. Die Frau. Das Weib ist durch feuchte Südwinde entstanden. Ein Ungeheuer. Ungeheuer. Mangelhaftes und zufälliges. Ein Irrtum der Natur. Die Frau ist von Natur aus dazu bestimmt, ein unterlegenes, zweitrangiges Leben zu führen. Frauen verfügen über weniger Fantasie als die Männer. Zufallswesen. Eine Frau, die schweigen kann, ist eine Gabe Gottes. Vater des Teufels. Die Frau ist fleischlicher als der Mann. Man sieht dies an ihren zahlreichen Schandtaten. Teufel in Person. Die durchschnittliche Frau hat vieles in ihrem Charakter, was sie mit einem Wilden, einem Kind und insofern auch mit einem Verbrecher vergleichbar macht. Die Frau. Zufallswesen. Sie träumt nicht, denkt nicht und lebt nicht. Von außen ist sie eine Rose. Aber innen ist alles verfault. Glaube niemals einer Frau, auch wenn sie die Wahrheit spricht.